Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Osiris New Dawn. Ja, es tobt wieder der Sturm hier wie verrückt und unser Anzug ist beschädigt worden. Das heißt, wir schauen mal nach, ob wir den flicken können. Hat er sich von alleine geflickt? Nee. Okay, da war der Alarm bloß weg. Wir probieren es mal damit. Und das hat funktioniert. Wunderbar. Ja, ich habe in der letzten Folge, wollte ich ja eigentlich noch Munition herstellen und den Roboter bauen. Das haben wir dann irgendwie, oder ich habe es irgendwie total vergessen. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Ich glaube, ich muss noch meine Ressourcen holen. Ich hoffe, mein... Ja, genau. Mal schnell hier unten rein. Mal schnell alles nehmen. Wunderbar. Und schnell wieder zurück. Sehr schön. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, was der so Schönes braucht. Und das haben wir auch alles dabei. Ich habe, wie gesagt, habe es ein bisschen vorbereitet. Und da würde ich sagen, wir bauen ihn einfach mal. Und ich hoffe, der Sturm hört gleich auf, dass wir den auch dann befehligen können. Sieht auf alle Fälle toll aus. Ja, und ich glaube, der erscheint nicht hier drin. Der erscheint dann vor dem Tore. Genau. Und da läuft er schon auf Patrouille. Ich hoffe, der nimmt nicht allzu viel Schaden in dem Sturm. Aber cool ist es trotzdem irgendwie. Ja, wenn du davon 3, 4 Stück hast, die dich begleiten, ist das auch eine geile Sache. Das wäre übrigens auch gerade mal so eine Idee für den Tunnel, habe ich mal mir gerade so überlegt. Aber ich weiß gar nicht, die können, glaube ich, nicht mit rein, ne? Weiß ich nie, ob das funktioniert. Müsste man mal testen, ob die da mitkommen. Aber das werden wir andermal testen. So, als nächstes habe ich vor, wir werden noch eine Tankstelle für Hydrazin und für Hydrogen bauen, das werden wir noch machen. Da brauchen wir noch einen Flüssigkeitstank und einen Gastank, das werden wir, wie gesagt, einrichten. Ich würde jetzt gerne mal schauen, ob man schon was ernten kann von der letzten Folge, ob das schon soweit ist. Und ich würde sagen, ich drücke einfach mal hier drauf und zwar, was haben wir? F 20 Kartoffeln, wow. So, dann können wir noch mal G drücken. 12 Möhren, nicht schlecht. Und B war das andere. 20 von den roten Beeren. Ja, das nenne ich doch mal einen super Ertrag. Wie sieht es hier aus? Ja. Okay. Gut. Ja, das bleibt erstmal so. Das bleibt ja auch erstmal so. Wir haben ja hier eigentlich das alles sehr schön gebaut. Und übrigens, ich habe immer noch dieses Ziehen, was man manchmal so feststellt, dass der Bildschirm so ein bisschen einschläft. Ich glaube nicht, dass es an der Wärme liegt, hier im Sommer. Ich habe das Gerät noch nicht im Sommer gehabt, deswegen kann ich darüber noch nichts sagen. Aber der hat eigentlich jede Menge Lüfter drin. Ja, der Standort ist ja so lala, sage ich mal. Halb in Ordnung, halb nicht in Ordnung. Aber er hat eigentlich genug Luft und deswegen würde ich das ausschließen. Ich denke eher, dass es am Spiel liegt oder an den Einstellungen. Ich habe auch die Grafikeinstellungen gesenkt. Ich habe sie sogar ganz runter gesenkt. Der Effekt war derselbe. Das ist halt, ja, bleibt, sage ich mal. Ja, dass der dieses Ziehen manchmal, wenn der sich so langsam hier bewegt, dass das geblieben ist. Ich werde das einfach so lösen, das Problem. Wir werden dann einfach einen ganz kurzen Schnitt machen. Dann werde ich mich ein- und auslocken. Und ich hoffe, dass ich dann damit das Problem lösen kann. Vielleicht ist es auch ein Speicherproblem, aber ich glaube eher nicht. Und der rennt hier rum. Ich finde das total prickelnd. Komm, den schauen wir uns jetzt mal an hier. Oben Inventory. Hast du was dabei? Ein Inventar hast du. Okay. Folge mir mal. Mal sehen, wie schnell du bist. Ja, doch. Cool. So, ich renne mal ein bisschen schneller. Ja, ist okay. Kann man machen. So, würde ich sagen, ich würde die einfach mal hier platzieren, dass ihr euch nicht im Kreuzfeuer seid. Wo ist denn der hin? Der war gerade unsichtbar, oder? Kann das sein? So, dann würde ich sagen, ich nehme dich raus und du kannst hier deine Dinge machen, wie du auch immer willst. Ja, das macht er sein Ding. Sehr schön, der patrouilliert hier. Wunderbare Sache, gefällt mir richtig gut. Geht auch von den Kosten her. Apropos Kosten, ich habe mal so einen kleinen Blick in die extreme Version geworfen. Also sprich, wenn man das Spiel auf extrem spielt. Ich kann euch sagen, wahnsinnig interessant.
wahnsinnig interessant. Und ja, wirst du nicht froh, das kann ich schon mal so sagen. So, ich glaube, wir müssen hier mal zwei von den Dingern bauen, weil ich gerne hier so einen Schlüssel bauen würde. Das habe ich auch dabei. Wir nehmen den einfach mal mit. Ich weiß nicht, inwiefern wir damit vielleicht etwas regeln können, sage ich mal. Dann würde ich hier so eine Pickaxe mal bauen. Die soll ja für das Abbauen besser sein. Ja, wir probieren es einfach aus. Und so ein Conduitbänder, also so eine Art gebogene Chisel oder sowas, soll fürs Kämpfen nicht schlecht sein. Nehmen wir auch mal mit. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen in den Nahkampf gehen. Dann wäre das eine Variante. Gut, dann haben wir schon mal das. Ich wollte noch Munition herstellen. Und ja, würde ich mal sagen, 16 Stück hatte ich geplant. So werden wir es auch machen. Und die werde ich natürlich umwandeln in die bessere Munition. Ich hatte auch in der Planung mal zu schauen, wie das hier aussieht mit besseren Waffen. Ja, wir haben ja ein paar bessere Waffen hier auf, wirklich auf Lager. Und das sind wirklich schöne Sachen. Hier unten angefangen mit den ja, Laserpistolen, nennen wir es mal so. Ne? Also macht eigentlich mehr so einen Hitzeschaden. Aber dann haben wir hier so eine elektrische Ladungswaffe. Ja? Hier unten hätten wir so eine Art Flammenwerfer, da bin ich eigentlich ganz scharf drauf. Und hier so eine Cryo-Rifle, das heißt, der Gegner wird wohl eingefroren. Oder beziehungsweise so ein Gas, wo er dann durchlaufen kann und dann friert er da ein. Und hier ist natürlich auch was Feines, ne? So eine Reaktorpistole. Also die tut wohl hier ja, ich würde es mal trotzdem als Hochenergieleistungswaffe machen oder deklarieren, nicht unbedingt als Strahlung oder Reaktor, eher eine Hochleistungsenergiewaffe, sowas wie eine Laserpistole vielleicht. Dann haben wir hier die Kobaltpistole. Ja, Charge Plus, ja. Was hier für genau für Munition reinkommt, weiß ich nicht. Gehen wir davon aus, dass es hier die normale hier unten ist. Dann haben wir hier eine sehr schöne Waffe, die gefällt mir sehr gut von der Farbe her und von der Machart, von der Bauart her. Eine Kobalt als Sturmgewehr, sehr schöne Sache. Und natürlich hier unten dann noch die anderen Waffen. Können wir demnächst mal bauen, werden wir auch machen, aber nicht heute. Heute habe ich nämlich vor, und ihr habt es vielleicht schon gerade gesehen, ich war nämlich mal ernten. Ja, und Kartoffeln. 20 Kartoffeln, 20 Möhren und 20 das, ne? Wisst ihr ja. Und ich denke, das ist eine richtig gute Ausbeute. Da kannst du nicht meckern, ne? Gut, wir lassen das mal so. Ich würde sagen, ich tue mal hier die restlichen Ressourcen zurück. Wir überprüfen mal unseren Vorrat. Das heißt, wir haben jetzt das dabei. Ich tue das hier nochmal ein bisschen ordnen. Genau, das lassen wir alles dabei. Achso, wollte ich noch was bauen? Ich glaube, ich wollte noch was bauen. Habe ich das dabei? Weiß ich gar nicht. Ich schaue nochmal. Hups. Ein, was wollte ich noch bauen? Das lag mir, glaube ich, noch am Herzen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich gerne... Jetzt muss ich es bloß finden, wo es ist. Das hier. Irgendwie soll das ja hier die Hitzeresistenz um 30 erhöhen, beziehungsweise senken oder was. Und die Kälteresistenz um 10 verbessern. Das heißt, wir brauchen dann noch eine Stahlplatte, die wir mal jetzt nochmal schnell herstellen. Ich glaube, die Ressourcen haben wir nicht dabei. Halt, hier was. Hier was. Delete. So, Stahlplatte, da fehlt uns ein Lonsdaleit und ein Eisen. Das haben wir aber da. Das ist nicht das Ding. So, dann würde ich das einfach noch bauen und dann können wir das mitnehmen. Ne? So, wunderbar. Sehr schön. Dann haben wir. Halt, müssen wir vielleicht auch noch einstecken. Das wäre nicht schlechter. So, warte mal. Munition hier. Mach das mal in der Zwischenzeit. Dankeschön. Ja. Wie gesagt, bessere Munition ist immer gut. So, und dann würde ich sagen, wir schauen uns das mal an hier und drücken da mal drauf und bauen es einfach. Finde ich eine gute Sache. So, ich habe auch ein paar Batterien dabei. Falls uns irgendwas ausgeht oder wir zufällig eine Höhle finden, irgendwas in der Richtung, kann vielleicht nicht schaden. So, gut. Okay, das andere würde ich jetzt mal alles zurücktun. Ich glaube, das brauchen wir momentan nicht. Den Gummi auch. Das nehmen wir mit. Ich würde es hier nochmal ordnen. Und das können wir vielleicht nochmal hier drüben mit hin tun. Bei den tierischen und pflanzlichen Sachen. Gut. Ich glaube, so sieht das Ganze in Ordnung aus.
Ich würde mal ganz kurz schauen. Man weiß ja nie, wie das auf anderen Planeten läuft, ne? Wir nehmen mal hier davon noch was mit. Das tue ich mal rüber. Wasser haben wir dabei. Wir haben Essen dabei. Und ich glaube, das läuft. Denn ich habe nämlich heute vor... Haben wir das jetzt gebaut? Wir haben jetzt alles, ja? Ich denke schon. Ich habe nämlich heute vor, dass wir mal... Haben wir überhaupt noch was im... Ding so? Naja. Also ich möchte ja heute nicht auf den Mond. Ich möchte nochmal schauen, ob wir noch einen anderen Planeten haben. Es soll ja noch mehr geben, ne? Und wie gesagt, wir werden das so machen, habe ich hier solche Lags, solche Ladeschwierigkeiten oder Bewegungsschwierigkeiten, werde ich den Vollgas, yuppie. Ja, dann werde ich das einfach neu laden, ganz kurz, machen wir eine kleine Ladepause und dann sehen wir, was dabei rumkommt. So, jetzt muss ich bloß mal schauen hier. So, nimm mal Gas weg. Hier haben wir unten Azurium, das wäre auf alle Fälle was. Wow, das ist ein richtiger Gürtel, ne? Hier findest du jede Menge. Was ist denn das für ein Planet? Oder für ein Mond? Das ist Lutari. Da waren wir schon. Ich wünschte mir, ich könnte mich hier ein bisschen besser umschauen. Das sage ich ganz ehrlich. So. Okay. Weil das mit dem Drehen hier ist nicht so prickelnd. Warte mal, wir machen das mal anders. Ich versuche das mal... Ups. Oh, wow. Ehrlich? Ist das dein Ernst? Ich sehe nichts. Ich mache mal Licht kurz. Geht das? Nee, das geht nicht. Ich kann kein Licht machen. Na? Sind wir schon draußen? Ach, Freunde. Ja. Geh mal bitte davor. Bleib doch mal bitte im Schiff. Ich kann kein Licht machen, ich sehe nichts und ich bin schon draußen. Sehr gut. Und ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Das ist ein bisschen ärgerlich so, ne? Ja, wir sind schon draußen, Hammer. Und ich kann mich nicht bewegen, ne? Hallo? Jetzt. Ja, da sind wir irgendwie rausgeglitscht. Schöne Sache. Ist nicht so toll. Nun gut, dann ist das so. Okay, gut. Das haben wir jetzt erstmal geöffnet. Ja, ich esse erstmal hier ein Nutritional Balance achieved. Stück Fleisch. Also ich finde die Bewegung hier im Weltraum finde ich nicht gut. Das ist... Ich mache das anders. Ich gehe wieder rein. Okay, also man muss da ein bisschen mehr mit der Maus wahrscheinlich arbeiten. Na gut, dann haben wir das auch mal durchgetestet. Und ja. Okay, dann geben wir Gas, dann machen wir was anderes, dann werden wir das so. Bringt das was, wenn wir Lichtern haben? Ne, bringt das nix. Ein bisschen heller könnte es sein. So, das ist Asiel, der vierte Mond. Da wollen wir hin. Wir sind auf der 2, nee, wir sind auf der 3, Proto ist 3. Der Mond ist die 2, das ist die 4 und der Planet ist wahrscheinlich dann die 1. Aber das ist ja kein Problem. So, kriegen wir das hier nochmal hin? So, Space. Ja, und dann sage ich mal, bis gleich auf der Planetenoberfläche. So, und da sind wir auf, wie heißt der? Wo sind wir? Aziel. Ja, der vierte Planet oder vierte Mond, wie auch immer. Ja, wir haben hier auf alle Fälle ein bisschen andere Wetterkonditionen. Ja, man sieht es, da vorne sieht es aus, als wären das irgendwelche Lavaströme. Aber zur gleichen Zeit scheint es hier kalt zu sein. Denn wir haben hier Frost an der Scheibe oder zumindest sehr viel Wasser. Hier unten haben wir Geysire. Da sind
Was ist das? Solar? Ja, gib mal Gas ein bisschen. Wir fliegen mal ein bisschen. Juppie! So, okay. Also optisch sieht es auf alle Fälle größer aus als alles andere wie bisher, was wir hatten. Da hinten ist auch Felsformation, das heißt, das ist alles hier Gebiet. Ich weiß nicht, ob wir hier eine Karte aufrufen können. Jetzt haben wir eine Karte, okay. Jetzt fliegen wir raus nach der Ansicht, aber ich glaube, dass das ein bisschen verschoben ist. Nun ja, wie auch immer. Denn eigentlich ist das ja hier noch Felsformation oder Eis oder was auch immer. Das ist, wie gesagt, da unten scheint es Lava oder irgendwas zu sein. Auf alle Fälle heiß. So würde ich es jetzt mal voraussagen, aber auf der anderen Seite auch kalt. Wir werden es sehen. Hier vorne sieht es aus wie eine kleine Basis. Ach, das sind die Solaranlagen wieder, wo wir gerade drüber geflogen sind. Das war wahrscheinlich direkt unter uns, deswegen haben wir es nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wir würden vielleicht einfach gleich mal hier landen. Ich gehe mal hier runter, das ist auch ein Rover. Ja, es sieht irgendwie nach Schnee aus, würde ich auf alle Fälle sagen. Wir schauen mal. Na? Gut. Eisig. Mit Hitzesequenzen hier. Ich weiß es nicht, wir werden es gleich feststellen. Oh wow. Was war das? Extreme kalte Temperaturen finden eine warme Location. Das heißt, was muss ich denn jetzt nehmen? Das hier. Wo kommt das hin? Dahin? Minus 120 Grad, wow. Was macht denn der? Kühlt uns nur runter? Eigentlich ist das eine Kühleinheit, ne? Wo war das andere? Ja, ja, ist gut. Hier nehmen wir das hier. Ja, das wärmt uns etwas, aber das bringt eben nicht viel, das gute Stück. Gut, würde ich sagen, wir machen ein Tutti Paletti. Und schauen uns das einfach mal hier an. Ja, auf der Oberfläche gebaut. Was haben wir hier? Können wir den nutzen? Nee. Den können wir nicht nutzen. Eingang ist hier. Und ich wechsle mal die Ansicht. Wir machen das mal so. So, aber das bläst hier durch. Das ist ja der Hammer. So, ich glaube, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Ich habe nochmal neu geladen. Ja, mein OBS hat übrigens gesagt, irgendwas stimmt mit der Encoder-Qualität nicht. Ja, leider habe ich davon zu wenig Ahnung. Das muss ich leider gestehen. Egal. Wir machen erstmal weiter. Ich werde das mal auf die Art so weitermachen. Und dann sehen wir weiter. Ja, hier ist, glaube ich, nicht gut Kirschen essen. Und, ja. Also es gibt hier auch nichts zu holen. Ne? Wir können hier auch nichts abbauen. Wir können hier nochmal schauen. Warte mal. Da will er auch nichts wissen davon. Sehr gut. So. Kann ich hier was abbauen? Nee. Gut. Okay, dann würde ich sagen, wir machen unseren Rundflug weiter. Und ja, ist glaube ich nicht unbedingt der beste Planet hier. So, ich gehe mal ein Stück nach oben. Wir geben mal ein bisschen Gas. Dann schauen wir mal. Hier drüben ist eine schöne Freifläche auf jeden Fall. Da ist aber auch nichts groß zu sehen. Hier unten sind ja irgendwelche Magma- oder Lavaströme. In dem Fall wäre es dann schon Lava. So. Ja, wir fliegen einfach mal eine Runde drüber. Wie gesagt, hier gibt es auch Basen. Deutet darauf hin, dass unsere Fuhrhut, die hier vor etlichen Jahren eingetroffen ist,
auch hierhin gelandet ist oder vielleicht auch hierher irgendwie gekommen ist. Ob es hier Minen oder Tunnel gibt, weiß ich nicht. Aber ihr werdet sicherlich wissen. Und ja, ein bisschen unfreundlich das Ganze. Aber der Sturm scheint jetzt auch vorbei zu sein. Ich denke, jetzt ist es ein bisschen gemütlicher. Ich würde sagen, ich drehe mal hier ab. Und auf alle Fälle ist das ganze Gebiet hier extrem groß. Also definitiv. Es könnte fast so groß sein wie unser Start. Wie unser Startbereich. Aber ja. Übrigens nochmal zu dem Kommentar auf der Seite. Also die Seitenbeschriftung, das habt ihr gemerkt, wo wir drüben waren. Zweimal A, also irgendwie sollen wir ja auf B sein oder auf A sein oder keine Ahnung. Und dann müsste das andere ja dann B sein, wenn wir A sind. Leider ist das irgendwie ein bisschen mangelhaft, die Beschriftung. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht der Programmierer selber durcheinander gekommen. Wie auch immer. Der Gedanke, auf der anderen Seite anzufangen, hat natürlich was für sich, ne? Weil es ist ja drüben nichts oder fast nichts da, beziehungsweise erheblich schwerer. Ich weiß auch nicht, ob der Wurm in das Gebiet eindringt auf der Karte oder ob er das nicht tut. Er hat ja damals unser Schiff gleich angegriffen, obwohl wir auf Stein gelandet sind. Dann gab es den netten Kommentar, dass die Karte wohl da drüben ein bisschen verschoben ist und der Wurm dann natürlich uns angreifen kann. Ist alles ein bisschen unklar, das Ganze. Ja. Wie gesagt, wir machen hier erstmal einen kleinen Überflug. Ich sehe hier nichts groß an Ressourcen oder an Lebensformen. Na, das ist auch so ein Punkt. Und ich würde jetzt mal hier ein bisschen runtergehen. Wir werden mal schauen, ob hier im Canyon irgendwas ist. Ja, ansonsten kommt es mir irgendwie relativ langsam vor. Es könnte aber auch sein, dass es einfach eine riesige Fläche ist, die vielleicht sogar größer ist als unsere Startfläche. Ja. Kann noch mal ein Stück hier hochgehen. Ob wir hier vielleicht irgendwo einen Eingang sehen, einen Tunnel oder irgendwas. Aber ich glaube, hier links ist auch nichts. Da ist nicht groß was zu sehen. Ansonsten Kälte. Ja, das eine Modul, also das kühlt noch mehr, wie es scheint. Was wir nachgebaut haben, keine Ahnung. Man muss es vielleicht in der Praxis dann testen. Das hier vorne sieht ein bisschen putzig aus. Soll das Stein sein? Hätten wir auf alle Fälle eine Basis. Wir würden mal runtergehen. Und dann schauen wir mal uns das hier an. Okay. Ja, hier ist so ein kleines Verbindungsstück. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Sehr wenig Vorrat. Da können wir ganz kurz reinschauen. Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt, nicht wirklich. Materialien abbauen. Wäre eine Sache, die man machen könnte. Man müsste es dann aber alles wieder mitbringen, ne? Wir haben eigentlich Ressourcen bei uns. Also ich würde hier nichts abbauen, falls wir uns mal irgendwann entscheiden, hier was zu bauen. Aber so gesehen ist es nicht unbedingt sehr freundlich hier. Ja. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob hier irgendwo in den Felsformationen wieder so ein versteckter Gang ist. Ja, man müsste das jetzt dann hier auf die Art so rausfinden. Und ihr seht, es hat schon wieder gerade gezogen. Ich weiß nicht, was das ist. Also wenn da nochmal jemand einen dienlichen Hinweis hat, warum das so zieht. Ich glaube nicht, dass es die Wärme ist, dass der Prozessor runterregelt. Ich habe es warm, ja, aber nicht heute zum Beispiel. Heute ist es relativ, naja, ich sag mal okay. Und also ich habe den schon zur anderen Hitze hier laufen lassen. Wo ist, oh, was ist denn das Schönes? Wo es bedeutend wärmer war, sage ich mal. Aha, Fungus. Krass. Cool. Aber die haben wir da eigentlich noch nicht entdeckt. Warum gibt denn der uns nicht das Entdeckungszeichen? Für F? Verstehe ich nicht ganz. Okay. So, was haben wir hier? Nix. Was bist du?
Undiscovered Blend oder kann. Wir können es nicht. Verstehe ich nicht ganz. Wo ist denn das F? Oder wenn wir es ja, abbauen, dann werden wir es entdecken. Und dann vielleicht so. Okay. Aber die Pflanzen sind nicht so ergiebig, ne? So, was ist das hier? Okay, bringt also auch das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier am Laden liegt des Spiels. Also das ist wirklich so... Kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt, ihr habt ja auch Probleme. Habt ihr geschrieben? Ich weiß es nicht. Also ich habe eine 3070er RTX. Ich sollte das doch schaffen. 16 oder 32 RAM. Gigabyte RAM. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ja, verstehe ich nicht so richtig. Eigentlich sollte es funktionieren. Gut. Okay, das würde ich alles lassen, falls wir uns wirklich mal entscheiden, hier noch was zu machen. Also der Schneesturm ist heftig, aber ansonsten geht es eigentlich, glaube ich. Und dort hinten sieht es irgendwie nach Ressourcen aus. Kann das sein? Oder es täuscht. Ich gehe nochmal schauen. Ich würde mal was essen. Nutritional balance achieved. So. Unsere Ausdauer geht. Ja, Temperatur. 130 Grad minus soll das sein. Ne, das war eine Täuschung. Das war nix. Aber die Felsen würde ich mir trotzdem mal anschauen. Ne, da ist nichts zu holen. Die Struktur ist schön gemacht. Also wie gesagt, wahrscheinlich liegt es dann doch am Spiel. Ich meine, es ist ja doch teilweise ein bisschen buggy. Na, aber ich habe das davor ja auch nicht gehabt. Ich habe das in dem anderen Let's Play ja auch nicht gehabt, in dem einfachen. Die 26 Folgen, da hat man das, glaube ich, gar nicht. Und jetzt spielen wir hier in der Version auf normal. Dann wird es hier ein bisschen komisch. Ich habe das bei anderen auch noch nie gesehen in Let's Plays. Also die ein oder andere, was ich mir angeschaut habe. Was sind das da vorne? Pflanzen? So, ich schau noch mal, was das hier ist. Also Rohstoffe ist sehr mager. Organic Sludge. Okay. So, schauen wir mal rein, was das ist. Fungus. Pilz. Okay. Naja. Gut, okay. Würde ich sagen, wir kehren zurück zum Raumschiff. Ja, so geht's eigentlich. Aber die Stürme kommen eben hier regelmäßig, ne? Ich hoffe, unsere Maschine ist nicht eingeeist. Dass wir die nicht mehr starten können. Aber es gibt eben die vereinzelten Basen, wenn man das ein bisschen zusammen, wahrscheinlich sich zusammen tut, dann kann man doch eine kleine Basis errichten. So. Ich würde einfach mal auf die Karte schauen. Irgendwie sagt er, hier rechts ist noch was. Also man kann schon was machen hier, ja, wenn man das will. Aber ich glaube, es ist ein sehr unfreundlicher, ein sehr unwirklicher Planet oder Mond oder wie auch immer. Ja.
Okay, also ein bisschen Essen hätten wir auch. Ich denke mal, dass das Biodom auch reparierbar ist. Es sind sogar drei Stück, also da sollte man eins bestimmt hinbekommen. Dann wäre der, glaube ich, ideal. Dann hätte man hier das Biodom, bisschen Wohnraum und hier hätte man noch eine, können wir noch eine Schleuse dran machen. Das wird man von da drüben alles kriegen. Also das wäre vielleicht ein ganz idealer Platz hier, wenn man hier das vorhat. Von den Ressourcen mal abgesehen, das kann ein bisschen eng werden unter Umständen. Ja. Aber weite Landschaft, dann halt ein paar Bohrer hier setzen. Und dann ist es das. Das wäre übrigens mal eine interessante Sache, hier nochmal zu landen und zwei Bohrer zu setzen und dann zu warten, was zu kommen. Vielleicht noch ein Schiff, ein Geschütz, nicht ein Schiff, ein Geschütz. Und ich würde gerne mal gucken, wo wir hier eigentlich sind. Erudit Valles. Erudit Valles. Eine sehr schöne Sache. Hier kann man auf alle Fälle was machen. Und hier brauchen wir natürlich auch dann Radaranlagen, um zu sehen, ob hier irgendwo Ressourcen sind. Oh, was ist denn das hier? Halt. Da gehen wir doch gleich mal runter. Na, komm her. So. Soll ich erstmal eine Weile was? Also das Triebwerk ist wirklich extrem laut, oder die Triebwerke. Das ist auf alle Fälle was zum Verschrotten hier, definitiv. Ja. Da ist die Glaskuppel eingefallen. Aber wenn man eigentlich hier ist, sollte man vielleicht auch mal schauen, ob man hier einen Minen oder einen Tunnel findet, ne? Ich wünschte mir, dass unser Corsair etwas manövrierfähiger wäre, dass man die um die eigene Achse drehen könnte. Also ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind. Aber das wäre schon mal was. So, also hier sieht's nicht so aus. So, jetzt friert er wieder ein hier. Aber. So, ich trinke mal was. Wo ist es? Hier. Hydration levels are now satisfied. Sehr gut. Es könnte sein, dass es am Gebiet liegt, dass wir hier ein unbekanntes Terrain sind. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen stark, die Auswirkungen. Die sind extrem stark. Jetzt geht's wieder, ne? Ich meine, in manchen Spielen ist es auch so, da muss man das erstmal alles mehr oder weniger abgefahren haben, dass er das eingespeichert hat. Das Spiel, die Ebenen, alles und dann ist auch dieses Ziehen vorbei. Aber das, ich kann doch nicht immer, wenn ich hierher komme, dann auf die Art das machen. Erstmal eine halbe Stunde über alles drüber fliegen und dann machen wir das so. Also, das ein bisschen, naja. Okay, gut, ich mache nochmal kurz hier. Hier rein ins Flugzeug und dann würde ich sagen, fliegen wir davon. Ja, also das könnte man hier total scrappen. Da hat man auf alle Fälle gute Ressourcen. Und wir können da gerne nochmal auf die Karte schauen. Ah, hier ist die Karte zu Ende. Hier ist die Karte zu Ende. Wow. Okay. Ja, also es gibt schon einiges zu finden hier. Und wenn, wie gesagt, in dieser Freifläche dort, dort lässt es sich bestimmt auch gut bauen. Ja. Okay, ich denke, das soll es gewesen sein. Wir starten nach oben, weil das wird hier auch nicht besser. Es tut mir leid, dass das so ist. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ihr da nochmal eine Lösung habt, wäre das echt toll. Weil es war ja sonst auch nicht und seit
ja, eine Woche, 14 Tage ist das halt so. Und also das sieht schon toll aus hier unten, ne? Sieht echt toll aus. Schön. Ja, und wie gesagt, ich weiß es nicht, woran es liegt. Es ist ärgerlich. Lutari, wie gesagt, das ist na, der zweite Mond. Und das Grüne dort müsste unser sein. Ja. Jo, dann machen wir das mal so. Und wenn wir jetzt so wieder eintauchen in die Atmosphäre, wird es bestimmt so sein, dass wir auch wieder so Verzerrungen haben. Und naja, müssen wir einfach mal schauen. Ich finde es ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Also wenn ihr nochmal einen Hinweis habt, einen guten, was ich eventuell machen könnte, wäre das wirklich toll. Ja, da hört mein Verständnis leider auf. Ich habe da nicht so viel Ahnung von den Sachen, was Computer und so angeht. Na, müssen wir noch Gas geben? Wo ist unser Planet? Jetzt, okay. Okay. Ja, jetzt geht's auf einmal, ne? Mit dem Ziehen. Mal sehen, wie lange. Seht ihr, hätte ich bloß nichts gesagt. Aber ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, gerne noch mal in die Kommentare, falls jemand irgendwie einen Tipp hat, was ich tun kann, dass das hier aufhört. So, wir gehen mal ein Stück runter. Wir werden noch mal ein Stück rechts steuern. Wir sind nämlich darüber. Ja. Hier ist der Pilzwald. Gut. Dann hätten wir den auch erkundet. Ist also so eine Art mehr oder weniger Eisplanet mit ja, vielleicht Magma-Ausbrüchen. Na, also sprich Lava. Und ja. So, ich drehe mal hier eine Kurve. Ja, und während ich hier im Landeanflug bin, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es leider hier zu diesen leichten Verzerrungen kommt. Ich denke mittlerweile, dass es am Aufnahmeprogramm liegt, am OBS, denn der blendet hier auch mir manchmal ein, dass er Probleme hat beim Entkodieren. Das muss ich mir mal anschauen. Wahrscheinlich muss ich dort irgendwelche Werte senken. Ist ein bisschen putzig, weil die ersten 26 Teile im leichten Let's Play hat er ja auch super aufgenommen. Auch die ersten im normalen Let's Play. Und jetzt zuckt er seit ungefähr 10 Tagen ein bisschen rum. Ich hatte das früher schon mal, aber da lag es am Rechner und nicht am Aufnahmeprogramm. Ja, keine Ahnung. Ich werde mir das mal anschauen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und macht's gut. Auf bald. Ciao, ciao.